Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem Dritt-Account. Wir gehen in die Kampagne und dann gucken wir mal hier, dass wir ab dem Kampf 55.1 hoffentlich weiterkommen. So, und wie man hier jetzt sehen kann, habe ich auf dem Eloise-Account meinen ersten Transzendenzhelden. Zwar ist das Aspus. Den habe ich jetzt auch auf E3. Aber mal schauen, ob uns das hoffentlich weiterbringt. Dem habe ich auch die rosa Ausrüstung zuteilen können. Also diese Resonanzausrüstung. Die habe ich ja bei Eloise auch schon drauf. Also schauen wir mal. Wir kriegen hier aber schon reichlich Schaden reingehauen. Oh, Backe. Oha. Ja, es wird schwieriger. Ist ja auch die sehr schön ganz letzte Reihe hier jetzt. Mal hier auf die Karte gucken. Hier die Apokalypse. Das ist, ja. Ganz übel. So, den ersten Kampf haben wir schon mal. Gucken wir mal, was als nächstes für Gegner kommen. Okay, alles klar. Und dann der nächste, wenn es geht. Eieieiei. Oh, Backe. Sehr schön. Ja, so langsam ist hier Zittern angesagt. Geht also nicht mehr so einfach durch wie Butter, wie unsere vorherigen Kämpfe in der Kampagne. Man merkt, es geht hier auf das Ende zu. Kurz vor der Kampagne der Leere. Wir haben zwar noch ein paar Kämpfe vor uns, aber man kann es deutlich spüren, würde ich sagen. Ja, mit denen ist auch nicht gerade gut Kirschen essen. Aber sie sind weg. Sehr schön. Okay. Was kommt jetzt? Oh, nee. Die sind richtig fies. Oh, Backe. Oberons. Oh, oh. Oh, verflixt. Oh, oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh Gott sei Dank. Eieieiei. Sehr schön. Und jetzt. Okay. 6-mal Jara.
Sehr schön. Ach du ahnst es nicht, das geht schief. Das geht schief. Das geht schief. Das geht richtig schief. Oh, okay. Anders als im Turm offensichtlich. Cool, die sind weg. Na dann, was kommt jetzt? Yeah, toll. Na komm, hau die anderen auch noch weg. Ja, sehr schön. Aha. Okay, wir haben den ersten Zehner geschafft. Super. Alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.